So, moin 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 meine Lieben da draußen und ein herzliches Willkommen heute wieder bei einem neuen Game angezockt. Ich freue mich natürlich, wenn wir wieder ein Spiel anspielen können und wie kann es anders sein? Ich habe euch heute mal was ganz Besonderes mitgebracht. Ihr seht es jetzt hier schon hier im Hintergrund, da ist irgendwie eine Gitarre und da kommt auch irgendwie ganz geile Musik. Ja, es gibt den sogenannten Music Store Simulator Prolog auf Steam und den habe ich mir einfach mal reingezogen. Hab mal geguckt, wie ist der, macht der Spaß, ist das ganz cool? Ich kann euch sagen, es ist viel Arbeit, es macht wirklich echt Spaß. Jetzt es ist schon lange her, seit ich den mal ausprobiert habe. Wir gehen jetzt gleich rein, gucken auch gleich mal ein neues Spiel an. Nagelt mich nicht ganz fest, manche Sachen sind mir einfach bestimmt wieder entfallen und ich weiß es nicht mehr ganz genau, wie das alles wahrscheinlich funktioniert. Ist aber auch nicht so ganz schlimm. Grundsätzlich ist es ja genau meine Branche, mein Gewerbe. Ich bin ja Musiker beruflich und ja, deswegen würde ich sagen, steigen wir jetzt direkt mal ein. Also, wir gucken uns das Menü natürlich am Anfang erstmal an. Hier oben haben wir, wie gesagt, stehen Music Store Simulator Prolog. Also ihr seht, das ist jetzt nicht die Vollversion. Dann können wir ein neues Spiel anfangen, wir können ein Spiel laden. Ich habe schon mal eins, wie gesagt, gespielt, aber wir fangen nochmal von vorne an. Dann haben wir die Mitwirkenden, die diese ganzen Sachen hier produziert haben im Endeffekt. Ne, sind jetzt gar nicht so viele, wenn ich mal ehrlich bin. Und dann haben wir die Einstellungen und die sind eigentlich ganz interessant. Steuerung ist jetzt klar, können wir jetzt nicht groß oder brauchen wir nicht groß bequatschen. Ist eigentlich überall so ein bisschen das Gleiche. Präferenzen, also das Datumsformat zum Beispiel, die Sprache, Währung, Zahlenformat und so weiter und so fort. Alles, was wir halt, wie gesagt, irgendwie für das Gameplay brauchen. So, Realismus haben wir natürlich auch ein bisschen, ein paar Einstellungen, die wir hier vornehmen können. Aber wir können im Prolog nur gewisse Einstellungen vornehmen. Also hier zum Beispiel kann ich schon was tun, aber ich zeige euch mal, wo ich nichts machen kann, nämlich bei den Audio- und Video-Einstellungen. Da kann ich hier unten jetzt gerade gar nichts verändern. Ist aber wie gesagt nur im Prolog so, also sprich, später wird es dann funktionieren. So, hier können wir natürlich auch Musik ganz ausmachen oder so ein bisschen lauter machen. Die Effekte, wie gesagt, können wir hin und her schalten. Da werden wir dann im Spiel natürlich noch merken, was Effekte sind. Das Interface, ne, das ist hier dieses Geklicke, das können wir ein bisschen hin und her machen. So, und natürlich habe ich mir überlegt, Instrumente lassen wir aber mal wirklich auf laut, denn, oder wir machen mal vielleicht so auf 90, denn in dem Game hier geht es ja um Instrumente. So, also wir stellen im Endeffekt Instrumente her, wir verkaufen Instrumente, wir kaufen Teile für die Instrumente ein und so weiter und so fort. Also das ist der Hintergrund des Spiels. Und jetzt zeige ich euch mal, wie das funktioniert. Wir gehen also mal rein. Name des Studios, sagen wir mal, Orbis Musica. Der Hauptsitz ist in Deutschland. Wir wählen die Stadt aus. Wir gehen mal nach Berlin natürlich. Studio-Logo nehmen wir. Da haben wir jetzt gar nicht viel zur Auswahl. Wir nehmen mal das hier und Leitfaden haben wir aktiviert, das heißt, wir können oder wir kriegen hier auch Hilfe und so weiter. Und jetzt gehen wir mal rein und starten mal unser Game. So, gut. Also, ich glaube, ich muss nochmal in die Einstellungen gehen. Ist die Musik gerade ein bisschen zu laut. Lass uns die Musik hier so ein bisschen runterfahren. Genau, so. Fortfahren. Also, wie ihr es kennt, wir können jetzt hier durch unser Studio laufen. Ne? Orbis Musica heißt die ganze Geschichte. Wir können uns hier bestimmt ein bisschen hinsetzen, mal so. Geht nicht, nee. Wir können natürlich schnell laufen, wir können langsam laufen, wir können hier ins Lager gehen. Also das hier ist unser Lager. Das sieht man schon, dass wir einiges an Lagerbestand schon mal da haben. Ne? Also hier ist schon ein bisschen was vorhanden, ein bisschen was da. Wir haben hier zum Beispiel einen Gitarrenhals, Kirschbaum und so weiter und so fort. Brauchen wir gleich, meine Lieben. So, deswegen gehen wir mal hier raus.
So. Dann haben wir hier eine Werkbank. Oder mehrere Werkbänke. Einmal hier, einmal hier. Dann haben wir hier so Regalfächer, die wir dann nachher gleich noch brauchen werden. Und wir gehen gleich mal hoch. Aber als erstes steht es ja hier unten. Schau nach rechts, es gibt eine neue Berechtigung. Drücken Sie N, um die Berechtigung zu öffnen. Das gucken wir jetzt gleich mal. Wir haben eine neue E-Mail gekriegt. Und, warte mal, eine neue E-Mail eingetroffen, somit eine neue Bestellung eines Kunden. Gehen Sie also nach oben und aktivieren Sie Ihren PC. Ja, genau, das machen wir natürlich jetzt. Wir gehen mal nach oben. Nicht wie im LS, also hier kann man die Stufen wirklich, Treppenstufen wirklich richtig geil runtergehen. Wir haben hier oben so eine kleine Lounge für Studioaufnahmen und sowas, weil das müsste, glaube ich, dann später auch noch funktionieren und gehen. Genau, nämlich hier, ne? Also hier können wir das alles dann ausbauen noch und können hier Studioaufnahmen machen und so. Finde ich eigentlich ziemlich geil. Ja, der Prolog hat noch ein paar kleine Schwierigkeiten, wenn wir rausgehen. Hier können wir uns was zu essen holen, hier können wir ein bisschen was trinken. Geil. So, okay, dann würde ich sagen, wir setzen uns mal. Ist eigentlich auch wirklich schön animiert, wenn ich das mal sagen darf. So, und jetzt haben wir hier unseren Computer. So, drücken Sie die E-Mail-Anwendung und klicken Sie auf die neue eingetroffene E-Mail. Jetzt können Sie entscheiden, ob Sie die Bestellung annehmen oder ablehnen. In diesem Tutorial müssen Sie akzeptieren. Also wir müssen es jetzt im Endeffekt erstmal akzeptieren. Wir haben ganz rechts eine Anleitung stehen. Links klicken, um die E-Mail-App zu öffnen. Wählen Sie eine E-Mail aus, um die Bestelldetails zu lesen. Und dann wählen Sie aus, ob Sie die Bestellung annehmen oder ablehnen möchten. Wir haben hier in der Mitte nochmal so ein kleines Video. Und ganz rechts steht die Beschreibung. Also die E-Mail-Anwendung empfängt alle Bestellungen Ihrer Kunden. Ein Auftrag kann sein, einzelnes Instrument, mehrere Instrumente, VIP-Instrumente und Instrument reparieren. Sie können eine Bestellung annehmen oder ablehnen. Wenn Sie sich weigern, verlieren Sie natürlich den Kunden. Ja, okay, das wollen wir natürlich nicht machen. Das heißt, wir sollen App öffnen, Bestelldetails angucken und es dann annehmen. Also, wo haben wir denn? Hier sind die E-Mails. Ich muss aber ein bisschen so machen, weil ich das manchmal nicht so gut erkenne, meine Lieben. Das ist ein bisschen doof. So, der Christopher Paul hat Bock oder will mir irgendwas... will von mir irgendwas. Und da gucken wir gleich mal rein, meine Lieben. Also, jetzt haben wir hier ganz, ganz, ganz viele Bestelldetails. Also sprich, wir können hier gucken, was will der Kunde wirklich haben. Ne, der Kunde will also zum Beispiel den Korpus aus Kastanie haben. Von der Qualität her entweder das hier oder das hier, ne? Also will dafür 160 Euro ausgeben oder bis 250, würde ich sagen, machen wir dem natürlich den 250er, dann den Hals in Linde oder eben, also in einer etwas schlechteren Linde oder in einer guten Linde, ne? Das eine kostet 70 Euro, das andere 110 und so können wir im Endeffekt die Bestellung hier abarbeiten. So, wir haben hier zum Beispiel ein Teil, was wir nicht auf Lager haben. Das können wir dann natürlich auch bestellen. Erstmal machen wir jetzt Folgendes. Ich würde sagen, wir nehmen den Auftrag an. Müssen wir jetzt hier auch, ne? Also der Auftrag wurde erfolgreich aktiviert. Das Projekt wurde in einem Regalfach im Produktionsraum platziert und kann nun bearbeitet werden. So, wir haben jetzt hier erstmal nichts weiter drin. Die Details der Bestellung, wie gesagt, kann man hier nirgendwo jetzt gerade anklicken, ne? Also es ist alles im Endeffekt erstmal raus. Das dient also wirklich rein nur des Auftragannehmens. Wir können gucken, was haben wir alles im Lagerbestand. Wenn wir jetzt natürlich einen Auftrag kriegen im weiteren Spielverlauf, wo gesagt wird, wir brauchen das und wir brauchen das und wir brauchen das, das haben wir alles überhaupt nicht da, dann wird es natürlich schwierig. So, okay, wir klicken uns also wieder hier raus und kommen schon zur nächsten Beschreibung. Also mit der Marktanwendung können Sie alle Teile oder Werkzeuge kaufen, die Sie möglicherweise benötigen. Sie können auch Kategorien, also nach Kategorien oder nach aktiven Bestellungen suchen. Für jede Bestellung wird die Liste der benötigten Teile angezeigt, um zu prüfen, ob etwas im Lager nicht verfügbar ist. Das heißt, erstens wählen Sie das zu kaufende Teil oder Werkzeug aus. Wir müssen also wissen, was brauchen wir, was haben wir nicht im Lager. Das sehen wir hier im Endeffekt in der
Bestellliste. Wählen Sie zwischen normaler oder schneller Lieferung. Die schnelle Lieferung dauert nur 2 Stunden, um die Ware im Lager zu haben, ist aber 30% teurer. Legen Sie fest, wie viele Teile Sie kaufen möchten. Der Kauf von mehr Teilen ermöglicht Rabatte. Klicken Sie auf die Schaltfläche Kaufen. So, und das probieren wir jetzt mal aus. Jetzt habe ich nicht geguckt, wo wir hin müssen. Wir müssen, glaube ich, hier, ne? Genau. Okay, also passt auf. Wir klicken im Endeffekt auf den Auftrag drauf, was wir hier angenommen haben. Und jetzt sehen wir natürlich hier, was wir überall im Lager haben und was wir nicht im Lager haben. Und hier zum Beispiel. Da würde ich sagen, wir machen eine richtig geile Metalllegierung und genügend Platz im Lager, sagt er mir. Und da würde ich sagen, dass wir das im Endeffekt auch nehmen. So, zu kaufende Menge, ich würde da vielleicht sagen, dass wir so auf 200 Euro, dass wir mal 4 Stück holen. Das kaufen wir einfach ganz schnell. Und lassen uns das auch schnell liefern. So, dann gucken wir mal noch weiter. Ansonsten haben wir im Endeffekt alles da. So, Lieferung ans Lager wird jetzt erwartet. Grundsätzlich haben wir jetzt alles erstmal da, was wir benötigen. Und wir gehen jetzt erstmal aus dem ganzen Menü hier raus. So, in der Zwischenzeit möchten Sie vielleicht einen Blick auf die Kalenderanwendung auf Ihrem Tablet werfen. Drücken Sie Tab. Hier finden Sie Bestellfristen und so weiter und so. Gehen Sie nun zum Regal unten und verschieben Sie das Projekt auf eine verfügbare Werkbank. Wir gucken erstmal ins Tablet rein, was wir da so haben. Natürlich, im Zentrum steht jetzt erstmal unser Kontostand, was ich eigentlich ganz geil finde. Das Einzige, was ich hier an dem Spiel nicht ganz so gut finde, muss ich jetzt zugeben, ist die Übersicht. Also es sieht alles hochprofessionell aus und hochmodern und wunderschön alles. Ein Problem habe ich damit bloß, ich finde mich manchmal nicht so gut zurecht. Ja, und das ist so ein kleines Problem, was ich da dran habe. So, wir gehen jetzt aber erstmal zur Werkbank. Also wie gesagt, wir können hier jetzt einiges ablesen, wir können die Ausgaben angucken, wir können den Gewinn angucken, wir können aufgucken, welche aktiven Aufträge wir jetzt haben, wir können gucken, welche globale Beliebtheit wir haben, wir können Lagerbestand sehen und. So, aber nichtsdestotrotz gehen wir jetzt erstmal runter ins Lager und hier stehen nämlich unsere ganzen Sachen schon parat. Regale sind sowohl zum Lagern von Waren im Lager als auch zum Platzieren des Projekts beim Trocknen nützlich. Beide haben spezifische Aktionen zur Verfügung. Waren, also Projekte, verschieben. Wir können Projekte aktivieren. Wir können die Ware auch zerstören. Ne? Dass wir sagen, das hat jetzt nicht so ganz funktioniert. Wir machen die weg, die Ware. Und wir haben Informationen. Die Info. So, was sollen wir jetzt tun? Wir sollen jetzt auf alle Fälle erstmal rechts klicken, um das Radialmenü zu öffnen. Das ist ja in jedem Simulator eigentlich gleich. Bewegen Sie Ihre Maus, um die Option auszuwählen. Links klicken, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Machen wir jetzt natürlich. So, hier haben wir jetzt schon mal so dieses kurze, schnelle Infopanel und da können wir schon mal ein bisschen was ablesen. Ne? Ich kann jetzt das Radialwerkzeug auswählen. So, und was soll ich jetzt machen? Regalverschiedene Instrumente während der Herstellung zu lagern, sowohl zum Trocknen als auch um eine Werkbank für ein Projekt frei zu machen. Okay, was möchtest du tun? Projekt in ein anderes Regalfach verschieben. Geben Sie nun zum Regal und verschieben Sie das Projekt auf eine verfügbare Werkbank. Genau. Also, passt auf. Wir sollen Arbeit an Projekt fortsetzen. Wir nehmen mal hier hinten die Werkbank. Das heißt, wir nehmen jetzt das Projekt, haben uns diese Werkbank hier hinten ausgewählt und verschieben das hier hinter. So, jetzt liegt im Endeffekt diese Gitarre hier bei uns auf dem Tisch. Ne? Also wir sollen ja die Gitarre bauen. So, verwenden Sie die Werkbänke, um die Instrumente für Ihre Kunden zu bauen. Es stehen mehrere Aktionen zur Verfügung. Projektinformationen haben wir, ne? Also was sollen wir eigentlich genau bauen? Da müssen wir immer wieder reingucken.
Beginne zu arbeiten, Projekt verschieben, also dass wir das jetzt zum Beispiel in ein Regal schieben können, wenn irgendwas getrocknet werden muss oder so. Werkbank-Info, da können wir dann mal reingucken. Und Sie können größere und bessere Werkbänke in der Markt-App kaufen. Also das heißt, Werkbank-Info ist im Endeffekt, was habe ich für eine Werkbank, wie sieht die aus, was kann ich daran verändern und so weiter, kann ich die größer bauen und so weiter und so fort. So, wir klicken rechts um das rechten klicken, das ist schon immer wieder cool, ne? Also die deutsche Übersetzung ist auch so ein bisschen schwammig. Okay, rechts klicken, um das Radialmenü zu öffnen, bewegen Sie Ihre Maus, um die Option auszuwählen, links klicken, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Wir haben aber immer die Hilfe, habt ihr jetzt gerade gesehen, hier unten dran stehen, was wir eigentlich hier, das zum Beispiel, ne? Also was das alles bedeutet und was wir machen müssen, steht meistens ganz unten dran. So, das probieren wir jetzt. Wir gehen jetzt hier mal hin. Gehen Sie zur Werkbank und beginnen Sie mit der Arbeit am Projekt. So, heißt, mit der Arbeit am Projekt beginnen. Genau, so, das beginnen wir jetzt. Wir haben jetzt diesen Korpus hier vor uns liegen. Also alles in diesen Phantomschablonen, will ich jetzt mal sagen. So, Sie können den Teil auswählen, an dem Sie arbeiten möchten. Die verfügbaren Aktionen für jeden Part werden in der oberen Leiste angezeigt. Denken Sie daran, die Kamera zu bewegen, um die beste Ansicht für die aktuelle Aktivität einzustellen. Denn ich kann euch gleich sagen, wir müssen dort zum Beispiel mit Hand lackieren. Und da dürfen wir nichts vergessen. In der oberen rechten Ecke finden Sie die Liste der nächsten Schritte. Klicken Sie, um den Kameradrehpunkt festzulegen. So, also rechts klicken, um den Kameradrehpunkt zu ändern. WASD-Tasten zum Drehen der Kamera. R, um das Instrument zu drehen. Scrollen Sie mit der Maus, um zu zoomen. Ich wollte jetzt nicht rülpsen extrem. So. Okay, wir gucken mal rein. Also, wir haben jetzt den Korpus hier. Ah, jetzt habe ich Schluck auf, das geht ja gar nicht. Wenn Sie den Mauszeiger über die transparente, steht hier unten, über die transparente zu montieren und realen, bereits montierten Teile bewegen, wird die Art der Aktivität in der oberen Leiste hervorgehoben. Halten Sie dann die angezeigte Taste gedrückt, um die Aktion zu starten. Kamera, WASD, Maus und Rechtsklick. Und so weiter und so fort. Wir haben hier oben die nächsten Schritte stehen und wir haben hier stehen, was wir alles als nächste Projekte an dem Instrument machen müssen. Also sprich zusammenbauen. Wir sollen jetzt mal hier draufklicken und sollen... Warte mal. Warum geht das jetzt gerade? Das ging normalerweise immer. Rechtsklick. Warte mal, jetzt müssen wir ganz schnell gucken, was hier gerade nicht funktioniert. Ach, ja, genau. Also passt auf. Wichtig, wenn ihr das spielt. Rechtsklick und gedrückt halten. Und dann machen sich an der Seite, wie ihr jetzt hier seht, macht sich so ein Fenster auf. Und da sieht man dann im Endeffekt, was man alles auswählen kann. Die Montage ist die häufigste Aktion und kann mehrere Aktivitäten umfassen. Lackierkonfiguration, also welche Farbe wir wollen und so weiter, können wir ein bisschen raussuchen. Schrauben, Konfiguration der Farben in Kunststoff oder Metall teilen. Nachdem Sie die Anforderungen der Bestellung erfüllt haben, drücken Sie die Schaltfläche Bestätigen mit der oberen Leiste oder in der oberen Leiste. So, links klicken, um das Teil auszuwählen. Konfigurieren Sie das Eigenschaften. Was konfigurieren Sie die Eigenschaften, um die Anforderungen zu erfüllen? Drücken Sie die Bestätigungstaste, um fortzufahren. Okay, wir gucken uns das jetzt mal an. Also. Wir haben hier Ausgangsqualität. So, wir wollen
Montage. Überprüfen Sie das orange blinkende Menü, um die Konfiguration richtig einzustellen. Wenn Sie fertig sind, bestätigen Sie mit der Schaltfläche in der oberen Leiste. In einigen Fällen müssen Sie auch in die Lackierung konfigurieren. Okay. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie das gleich war, wie das gleich ging. Wir wollten ja. Endqualität. Warte mal. So. Wir wollten. Was wollten wir denn gleich haben? Hier. Das wollten wir haben. Genau. So. Ihr seht schon mal, das Einzige, was eigentlich auch wirklich funktionieren würde, ist das hier, weil das hier zu unserem Auftrag passt. Und dann würde ich sagen, wir bauen das hier rein. Oder? Ja, ne? So, wir wollen Lackierung deckend haben. Wir wollen Vorlage U2. Wir wollen Weinrot haben. Weinrot wollen wir haben. Dann wollen wir wartet mal, jetzt muss ich erstmal schnell gucken. Farbe 1, Farbe 2. Farbe 3. Wollen wir orange haben. Orange und Elfenbein. Farbe 3. Was ist denn Elfenbein? Grau, Minzgrün. Elfenbein, hier. Elfenbein. So, jetzt haben wir hier noch so ein Problem, wo ich gerade nicht so ganz genau weiß. Okay, wir gucken mal. Holzschnitt wollen wir nix. Veredelung ist matt. So. Und hier. Können wir das wieder rauslöschen? Aktive Farbe, aktive. Okay, das nehmen wir raus. So. Gut. Im Endeffekt haben wir jetzt hier alles eingestellt. Man könnte jetzt eine automatische Konfiguration machen, ne? Aber das ja, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. So, bestätigen Sie die Schaltfläche. Warte mal, was? Um die Konfiguration nicht einzustellen. Wenn Sie fertig sind, bestätigen Sie mit der Schaltfläche in der oberen Leiste. In der oberen Leiste. In einigen Fällen müssen Sie auch die Lackierung konfigurieren. Okay, der oberen Leiste. Das hat jetzt nicht funktioniert. Okay, nochmal. Zack. Hä, wartet mal, was ist denn jetzt? Warum geht das jetzt gerade nicht? Oberen Leiste. Aufträge, matt, Farben. Okay, pass mal auf, meine Lieben. Mach mal kurz ein Päuschen und dann gucke ich mal schnell, wo ich das irgendwie hier konfigurieren kann. Beziehungsweise bestätigen. Den Moment mal. Okay, meine Lieben, ich habe den Fehler gefunden. Wir haben das ja gar nicht auf Lager. So, das heißt, wir haben, ich habe es einfach nicht gesehen. Wenn wir, guck mal, wenn wir das jetzt hier nehmen, kann ich es im Endeffekt leider nicht abschließen. Und wenn ich hier drauf klicke, das, was wir natürlich am Lager haben, müssen wir natürlich auch nehmen, dann kann ich die Phase abschließen. So, wir haben im Endeffekt die Phase jetzt soweit abgeschlossen.
Und in die nächste Phase gehen wir dann auch schon im nächsten Video, meine Lieben. Wir werden, denke ich, diese komplette Gitarre einmal zusammenbauen in verschiedenen Folgen. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann gebt einfach mal ein Däumchen hoch. Wenn ihr davon mehr sehen wollt und wir dann vielleicht später mal nicht nur den Prolog spielen wollen, sondern das komplette Spiel und uns ein komplettes Musikimperium aufbauen wollen, dann lasst mir gerne einen Kommentar da und natürlich auch sehr, sehr gerne ein Abo. Bis dahin bin ich aber erstmal raus. Macht's mal gut. Euer Gabo. Tschüss und ciao.